Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division 2. Wir spielen die Fahndung Broken Wings und wir müssen John befreien. Aber zuvor müssen wir Dave Reno Bishop zur Strecke bringen. Der Kollege wird sich hier unter uns befinden und ich glaube, da ist auch eine Tiefgarage. Ansonsten springen da unten schon wieder einige komische, dunkle Gestalten herum, um die wir uns wohl gleich kümmern müssen. Also, weiter geht's. Oh, wir haben eine True Sons Leiche gefunden, aber das soll uns jetzt nicht weiter stören, weil Leichen pflastern ja meinen Weg bekanntlich. So, wir müssen jetzt irgendwie wieder hier runter. Ja, da unten knallt es schon wieder. Da ist wieder Action. Was ist da für einer? Ah, okay, okay. Irgendwie tut sich hier was. Ja, aber das sind die Kollegen unter uns. Feuer frei, Feuer frei! Ach, nee. Nee, 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 Freunde, so nicht. Oh, 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 oh. Jetzt haben wir es dann doch. Wartet mal. Geschafft. Nee, nee, nicht warten. Komm hoch, komm hoch. Nur ein toter Black Tusk. Okay, da unten sind noch welche. Kommt er jetzt noch von da? Da unten? Ja, da kommen wir auch nicht dran. Na, machen wir es einfach so. Okay. Hab Spaß, mein Freund. Seht ihr das Geschütz? Ja, ich sehe es. So, na, da im Park sind noch welche unterwegs. Die werden wir uns noch schnappen. Ja, auf der anderen Seite müssen wir jetzt nicht unnötig Munition verschwenden, weil ich glaube, der gute Dave wird unsere gesamte Aufmerksamkeit benötigen. Ah, das ist klar. Logisch, die kommen dann, bevor man hier rein kann. Da müssen wir nämlich rein. Da kommen die jetzt alle hier raus. Machen uns das Leben schwer. Einen Schlüssel. Brauchen wir den? So, was ist los? Müssen wir da rein? Okay, Ausstattungsbehälter ist was anderes. Ja, das ist eine andere Geschichte. System unterbrochen. Deswegen hatten wir auch, glaube ich, hier gerade Probleme mit unserer Drohne. Also den Ausstattungsbehälter öffnen wir. Okay. Das Ziel ist in der Nähe, Sheriff. Ja. Da müssen wir jetzt irgendwie rein. Und da sollte doch eigentlich das Garagentor aufgehen, oder? Ja, ich bin da jetzt gerade wieder ein bisschen... Wir müssen doch da rein. Müssen wir von innen rein? Ich dachte eigentlich, dass hier das Garagentor aufgeht. Oder geht es hier irgendwo rein? Nee. Wo man die Jungs da drin wieder irgendwo rumlaufen hört. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich war der Meinung, dass das Garagentor aufgeht. Weil von innen kann ich mir nicht vorstellen. Normalerweise, klar, logisch, das ist eine Tiefgarage und da müsste man irgendwie reinkommen. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwo in einer der vorigen Missionen eine Option gab, um hier runterzukommen. Ne, weil wenn, dann wäre das irgendwo hier. Ich wüsste es nicht. Weil hier geht's nur
Na? Doch keinen anderen Aufzug. Es gibt keinen anderen? Oder was ist da drüben? Okay. Ja, das hatten wir schon. Klar. Nee, nee, nee. Also da muss das Garagentor aufgehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese rechte Seite hier aufgehen müsste. So, wir haben wieder irgend... Ach du Schande, da kommt irgendwas von hinten. Was kommt da geflogen, glaube ich. So, wir müssen echt hier ein Auge drauf werfen, was hier auf der linken Seite passiert. Ruckzuck, ruckzuck haben wir wieder welche im Rücken. Gehen wir mal über links. Ah, wusste ich doch, dass das wieder so ein Teil ist. Oh, shit. So, geht jetzt das Tor auf? Nein, das hat also alles, glaube ich, nichts mit dem Tor zu tun. Oh, war, ist da noch immer einer unterwegs? Das hat eben was damit zu tun hier. Systemfehlfunktion. Okay, okay, das ist soweit klar. Dann kommen die Jungs immer hier raus, wenn wir uns wieder entfernen. Aber wir müssen da rein und ich habe wieder so ein kleines Problem. Gibt es vielleicht irgendwas, was wir noch machen müssen? Rayborn House ist soweit klar. Kopfgeld ist soweit klar. Foxtrot 2. Aktiv. Okay. Ja. Soweit, das ist alles klar. Wir müssen da rein. Wie kommen wir jetzt da rein? Da sollte normalerweise das Tor aufgehen. Also ich kann mir, wie gesagt, nicht vorstellen, weil da hinter dem Tor sind die Kollegen. Dass wir irgendwas da drin noch machen müssen. Also gut, wir gehen nochmal hier durch und probieren unser Glück. Also es gibt meines Wissens keinen anderen Zugang. Das Tor muss aufgehen. Das ist alles hier direkt hier unter uns, die Tiefgarage. Und da kommt man nicht über das Rayburn Haus als solches irgendwo rein. Ist mir wirklich nicht bekannt. So, das alles hier ist nur Vorgeplänkel und Gedöns und Palaver.
So, jetzt sind wir hier drin. Aha, okay. Okay. Ja, okay. Ich erinnere mich. So, da ist doch irgendwo noch, genau. Ja, jetzt sind wir unten drin. Okay. Ja, da sind sie jetzt, die Kollegen. Okay, ich korrigiere mich. Und behaupte sofort was völlig anderes. So, wie gesagt, wir müssen wieder ein bisschen aufpassen, dass uns keiner hier in den Rücken fällt. Doch, das meinte ich. Da ist nämlich einer von der Seite. Okay. So, da drüben müsste auch nochmal einer sein. So, Reno Bischof kriegt auf jeden Fall einen auf den Sack, so wie es aussieht. Unsere Fertigkeiten. Agent, wir haben John gefunden. Gehen Sie zum Space Administration HQ. Sehr schön, das gefällt mir. Aufgespürt. Wir müssen Space Administration Hauptquartier. Okay. Na, stopp, hier raus hier. Ja, das dürfte das hier sein, ne? Nee, Quatsch. Space Administration. Wo ist denn jetzt wieder Space Administration? Da, okay. Wir säubern die Straßen, eine Arschgeige nach der anderen. Das nehmen wir mit. Sehr gut, das hat jetzt dann doch ein bisschen gedauert. Weil ich war eigentlich der Meinung, dass hier die Tiefgarage aufgehen müsste. Irgendwo hier, diese Dinger hier, diese Tore. Das hat es leider nicht getan. Okay. Aber nun gut. So, dann nehmen wir das hier alles mit. Dann müssen wir aber, so wie es aussieht, kommen wir jetzt hier raus? Nein, wir kommen hier, glaube ich, nicht raus, ne? Ach, da wäre nämlich auch die Tür gewesen. Ist die jetzt offen? Da kommen wir raus, okay. Parkhaus öffnen. Wo kommen wir denn da jetzt raus? Ja, doch, da, wo ich mir gedacht habe. Okay, alles klar. Also da kommt man nur raus und rein geht's halt dann über. Okay, die sind von uns. Wir müssen zur Space Administration. Das heißt, das sollte jetzt irgendwo hier sein, oder? Geisel gefunden. Ach, noch ein Kopfgeldeinsatz. Okay, ich verstehe. Kopfgeldeinsatz. Space Administration. So, das nehmen wir natürlich an. Aktivieren. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir hier die Sache zu einem guten Ende bringen. Jetzt mein Leben. Ups, sorry. Falscher Knopf. So. Irgendwo ist da vorne wieder die Action. Rechts sind natürlich die Jungs hier im Park, aber die wollen wir jetzt mal, ich sage mal, in Ruhe lassen.
Ah, nee, da kommen sie, oder? Wusste ich's doch. Ah, die lassen einen aber auch nicht in Ruhe. Mal ein bisschen in Ruhe kämpfen, sozusagen. Die mischen sich immer ein bisschen ein. Finden und vernichten. Ja, klar. Oh. Genauso sehe ich das. Arbeitet und sterbt als Team. So, jetzt haben wir die Jungs auf der anderen Seite. Da kommt noch einer raus, oder? Da kommt noch einer raus. Und weiter geht's hier im Konzept. Alle Fertigkeiten einsammeln. Damit wir endlich mal hier ein bisschen in die Pötte kommen. So, rechts herum. Und da links wird es dann wieder ein bisschen Stress geben. Ne, das sind unsere Jungs. Das ist eine Patrouille von uns. Die kann uns dann ein bisschen helfen. Rechts wollen wir nicht lang. Da gibt es Ärger. So, also da müssen wir jetzt irgendwie rein. Jetzt müssen wir wieder schauen, wie wir da am besten reinkommen. Nee, da müssen wir, glaube ich, rein. Black Tusk hält John gefangen. Seien Sie vorsichtig, holen Sie unseren Piloten heim. Okay. Okay. Dann fangen wir mal an, das Feuer hier zu eröffnen. Das wage ich zu bezweifeln. Ich gehöre niemandem. So, und wieder einmal stehe ich vor dem großen Problem, wie komme ich rein? Aber irgendwo, glaube ich, müssen wir drüber klettern. Ah, ja, ja, das war das, glaube ich, mit dem Wasser. Also mit diesen Teichen oder wie auch immer. Oh, no, 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 no. Ständig Stress hier. Ständig irgendwelche Dinger hier. Jo, das andere ist da drüben. So, irgendwo springt. Ah! Das freut mich. Eigentlich nicht. Aber er bringt uns wieder ein bisschen. Nee, das ist jetzt anders, gell? Das war hier sonst kein so Durchgang, sondern ja, da haben sie ein bisschen was modifiziert. Oh ja, jetzt geht's aber ab hier. Jetzt geht's aber ab hier. Wir wollen es aber auch gleich wissen. Ah ja, okay. Da ist irgendwo eine EMP-Granate oder was. Das ist nicht so gut. Jedenfalls nicht für unsere Drohne. Ja, das ist richtig. Ach du Schande. Ja, da haben wir jetzt ein bisschen Action hier, ne? Da haben wir jetzt richtig Action.
Nee, 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 mein Freund, ich bin ja gerade selbst beschäftigt. Ich könnte selbst etwas Verstärkung gebrauchen. So, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Sind wir hier soweit durch? Ja, das kann ja spannend werden hier. Also ich befürchte, dass wir jetzt hier richtig Action haben werden, um hier den Kollegen zu befreien. Aber ich glaube, so muss das auch sein. Deswegen würde ich auch vorschlagen, wir sind schon wieder bei knapp 20 Minuten angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für die Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, ja, dann lasst mir doch bitte gerne ein Abo da. Ich würde mich freuen. Oder zumindest einen Kommentar und ein Däumchen. Das wäre eine feine Sache. Wir werden jedenfalls gleich hier in die Space Administration reingehen, um unseren John zu retten, unseren Piloten von der JTF. Aber das, denke ich, wird eine etwas längerwierige Geschichte. Also bedanke ich mich recht herzlich. Und wir sehen uns zum nächsten Video. The Division Broken Wings hier bei mir auf dem Kanal. Ich sage tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.